1910 spielte Lasker den vermutlich spannendsten Kampf seiner Karriere. Und zwar gegen den Österreicher Karl Schlechter. Das Match wurde in Berlin und in Wien ausgetragen und war über 10 Partien angelegt. Nicht immer ganz typisch, manchmal ging es ja auch Anzahl der Gewinnpartien oder es wurden längere Matches vereinbart. Aber in diesem Fall waren es 10 Partien. Und warum war das so spannend? Emanuel Lasker lag bis zur letzten Runde zurück. Beide Seiten gewannen am Ende jeweils eine Partie und im Falle eines Ausgleiches blieb der bestehende, der Weltmeister weiterhin Weltmeister. Aber bis dahin lag er zurück und konnte erst in der letzten Partie das Ruder herumreißen. Doch bevor wir uns diese zweite Partie anschauen, gucken wir, wie Lasker überhaupt in diesen Rückstand geraten konnte. Und dazu habe ich mir ein Thema ausgesucht, als Text, was ich aus meiner Sicht, was ich für sehr wichtig halte, nämlich den Gegner zu beschäftigen. Warum? Also es hat nicht nur den praktischen Ansatz, dass man sagt, okay, mit jeder Frage, die ich stelle, mit jedem Problem, die ich meinem Gegner stelle, hat er die Chance, auch einen Fehler zu machen, auch wenn das natürlich ein großer Teil davon ist. Wie soll der Gegner Fehler machen, wenn wir ihm nicht die Chancen dazu geben? Ich sage immer, wenn du jemandem eine Frage stellst und nur eine Antwortmöglichkeit gibst, dann ist es 100%, dass der Gegner oder derjenige, der die Frage beantworten muss, die Frage auch richtig beantwortet. Wenn du ihm aber Probleme stellst und 10 Antwortmöglichkeiten gibst, dann steigt die Chance, dass der Gegner falsch antwortet. Und da so ähnlich ist es im Schach. Umso mehr Probleme du stellst, umso häufiger Probleme du stellst, umso wahrscheinlicher ist es, dass der Gegner dann auch mal eine Frage falsch beantwortet. Aber es ist auch noch ein zweiter Punkt. Es ist, dass der Gegner auch mental müde wird. Das erste Problem will man noch lösen. Das zweite Problem will man noch lösen. Das 10. Problem, oh Mann, so viel wollte ich heute aber gar nicht lösen. Das Gehirn wird trocken, man ist nicht mehr ganz so konzentriert. Und das ist, glaube ich, das, was hier passiert wird. Denn eigentlich fing an Lasker sogar die Oberhand zu gewinnen. Er war nicht so super aus der Eröffnung gekommen, er hatte viele Fragen richtig beantwortet, viele Probleme korrekt gelöst und dann, als er eigentlich daran war, vielleicht selber sogar das Ruder in die Hand zu nehmen und zu gewinnen, war er anscheinend so ausgelutscht, dass er es nicht mehr geschafft hat, die 7 Sinne beisammen zu halten und hat dann komplett die Kontrolle verloren. Vielleicht auch in einem dynamischen Stellungstyp, der ihm nicht so liegt wie diese eher ruhigen Stellungen, wo er seinen Gegner langsam umwickeln kann und zerquetschen kann. Ja, schauen wir uns mal die Partie an. Also auch diese Partie begann mit E4 und wir haben jetzt wieder die Berliner Variante auf dem Brett. Verzeihung, ich drehe nochmal das Brett, weil Lasker führte die schwarzen Steine. Springer C6, Läufer B5 und Springer F6. Also wieder die Berliner Variante. Und Schlechter, kurze Rochade, hat also den richtigen, in Anführungsstrichen, Weg gefunden. Also den Weg, den heute auch viele Leute wählen. Wenn man übrigens der Berliner Variante aus dem Weg, der Berliner Verteidigung aus dem Weg gehen will, spielt man hier in der Regel D3. Okay, jetzt kam aber kurze Rochade und inzwischen weiß man, dass hier Springer schlägt E4 der beste ist und die Variante, wo alle schon immer so wieder ein bisschen Übelkeitsgefühle bekommen, ist diese hier und das ist das sogenannte Berliner Endspiel, was mehr als ausreichend bereits diskutiert wurde in diesem Leben. Wer aber darüber mehr wissen will und so eine richtige, nicht so eine Mitteleinschätzung, sondern so eine richtige Top-Top-Einschätzung über die Stellung haben will, dem empfehle ich das Chess & Me-Video von Arkadi Neidic zum Thema Berliner Verteidigung. Ich will jetzt nicht zu viel versprechen, aber ich glaube, ein höheres Niveau über die Berliner Verteidigung, was schachliches Wissen und Verständnis der Struktur angibt, keinen anderen Anbieter, der das hat. Also da unbedingt der Empfehlung, sich von Arkadi die Sachen anzugucken. Okay, also D6, zu passiv, aus meiner Sicht spielt man heutzutage auch nicht mehr. Und Schlechter wusste, was zu tun ist. Man merkt so richtig diese Grundprinzipien, dieses schachliche Wissen, das vermehrte sich. D4 ohne Rücksicht auf Verluste, Springer C3, Läufer E7, Weiß hat bereits einen ordentlichen Vorteil. Heutzutage würde man wahrscheinlich diese Stellung noch ein bisschen struktureller spielen, als es Schlechter damals gemacht hat. Ich hätte hier D5 empfohlen. Der Springer muss ziehen nach B8 und wir wollen jetzt hier
die weißfältrigen Läufer abtauschen. Weil hier haben wir im Gegensatz zu eben eine gleichfarbige Läuferstellung. Also Läufer auf E7, Läufer auf C1. Das bedeutet, hier möchte man die Läufer auf die Felderfarbe stellen, die der Läufer nicht hat. Dieser Läufer hier von C1, der übernimmt die schwarzen Felder. Wenn er sich nach E3 stellt, hat man hier auch noch ein bisschen. Und die Bauern stehen auf der anderen Felderfarbe. Die übernehmen die weißen Felder. Außerdem, dadurch, dass Schwarz jetzt die Bauern hier so auf Schwarz festgelegt hat, ist dieser Kollege natürlich auch sehr, sehr stark eingeschränkt. Jetzt kann man zum Beispiel Springer D2 machen und versucht jetzt hier so ein bisschen den Gegner weiter einzukesseln. Das wäre eine Option, wie man diese Stellung hier weiter spielen kann. Läufer G5 gibt dem Gegner die Möglichkeit, sich ein wenig zu befreien. Denn nach kurzer Rochade, und es kam wieder nicht D5, D schlägt E, Springer schlägt E5, schafft es jetzt Schwarz, aus einer passiven Stellung heraus ein paar Figuren zu tauschen. Springer schlägt E5 wäre die Alternative gewesen. Das ist das, was ich mich gefragt habe. Moment, was kommt eigentlich hier auf diesen Zug? Denn nach Läufer schlägt B5, wie machen wir jetzt hier eigentlich weiter? Geht jetzt hier nicht Springer schlägt F7? Frage an euch. Geht das? Hätte Weiß jetzt hier schon entscheidenden Vorteil bekommen können. Überlegt euch mal, rechnet das mal ein bisschen und dann schauen wir uns gleich gemeinsam die Lösung an. Die Lösung an dieser Stellung ist nämlich nein. Hier steht Schwarz ein wenig besser, denn er nimmt nicht wieder, weil nach Turm schlägt F7, Springer B5 hat man sicherlich eine leicht angenehmere Stellung, beziehungsweise man kann sogar erstmal hier zwischennehmen, um dann nach dem Schlagen hier zu schlagen. Also hier steht Weiß ein bisschen besser, auch wegen des starken Bauern auf E4 und dem Feld D5. Aber es geht Dame D7 und jetzt ist der Springer auf F7 dort ein wenig gefangen. Springer H6 nimmt Läufer F6, Läufer F1, Läufer E7, Dame E7, Dame D5, Schachkönig H8, Turm schlägt F1 und Schwarz steht ein bisschen besser. Ich finde die Stellung bei weitem nicht uninteressant, weil Weiß hat ja einen Bauern für die Qualität und natürlich eine sehr schöne Bauernmasse im Zentrum bzw. am Königsflügel. Aber am Ende sollte das nicht reichen, weil natürlich bietet das auch Chancen auf Gegenspiel hier in der G-Linie. Also Springer schlägt E5 wäre nicht so gut gewesen. Es kam also Läufer schlägt D7, Springer schlägt D7, Läufer schlägt E7. So, wieder eine Frage sozusagen an Schwarz. Wie geht es jetzt hier weiter? Wie sollte Schwarz jetzt hier reagieren? Die Frage gebe ich an euch weiter. Wie hättet ihr jetzt hier reagiert? Der richtige Zug, wie gesagt, immer mit dem Hinweis, wenn ihr euch das genau angucken wollt, haltet bitte das Video an. Der richtige Zug war jetzt hier Springer F3 und der kam auch in der Partie. Aber das ist keine einfache Entscheidung, denn natürlich ist der normale Zug hier Dame schlägt E7 zu spielen. Aber nach Springer D4 haben natürlich hier die Springer tolle Felder, auf die sie sozusagen drauf gucken. Und das kann sehr, sehr schnell sehr gefährlich werden, wenn jetzt hier Weiß wirklich so einen heftigen Raumvorteil hat. Deswegen nicht Dame schlägt E7. So, Springer schlägt F3, Dame schlägt F3, Dame E7. Springer D5, wieder eine sehr unangenehme Figur, die dort steht. Schwarz hat objektiv keine großen Probleme, um das ganz klar zu sagen. Also Schwarz macht das alles richtig, jetzt hier auch Dame D8 ist klar, um C7 zu stellen, aber Weiß ist immer der mit dem Raumvorteil, mit den aktiveren Figuren, mit den Drohungen, mit den aktiven Zügen. Und Schwarz ist derjenige, der bisher die ganze Partie zwar korrekt, aber eben dann doch reagiert und nicht selber agiert. Und das kann, wie gesagt, im Kopf ordentlich anstrengend werden. Turm AD1, wieder so eine Sache. Gegenüberstellung von Turm und Dame kann immer mal zu unangenehmen taktischen Komplikationen führen. Turm FE8, Turm FE1, Springer B6. Jetzt die Frage wieder an euch. Was ist hier der richtige Zug? Überlegt das mal. Habt ihr eine Idee? Ich glaube, hier wäre Springer E3 der beste. Es kam Dame C3, aber Springer E3 wäre besser gewesen. Im nächsten Zug dann den Turm zentrieren nach D4. Der Springer von E3 kann immer mal schön nach F5 oder G4. Aber das passt nicht in die weiße Strategie, ist mein Gefühl.
Deswegen hat er das vielleicht gar nicht so richtig in Betracht gezogen. Denn er wollte einfach immer Stück für Stück ein klein bisschen sich verbessern, aber wollte gleichzeitig auch eben, ja, also nichts, gar nichts riskieren. Turm E6. Schwarz hat sich jetzt gut befreit, steht aber weiterhin ein wenig passiver. Also ist ja eigentlich alles gleich, nur diese Bauern sind unterschiedlich. Und der Bauer auf E4 steht einfach aktiver, hat mehr Raum und deswegen steht man da ein klein wenig aktiver jetzt. E5, ein verlockender Zug, aber die schwarzen Figuren sind dafür nicht richtig postiert. Man kann jetzt hier C6 spielen, es wird alles auf D6 getauscht. Das Endspiel ist ein Ticken besser für Weiß, aber der Tick ist eigentlich auch schon weg. Also tot Remis. Also E5 hätte sozusagen das Remis erzwungen. Aber es wird weitergemacht. Turm D3, auch ein bisschen unangenehm. Turm G3 ist mal eine potenzielle Mattdrohung. Die dritte Reihe ja ohnehin in vielen Stellungen immer eine Möglichkeit, wo Türme aktiv werden. Häufig kennt man ja auch aus anderen Stellungen, dass mal A4 Turm, upsala, Turm A3 und dann der Turm über die dritte Reihe ins Spiel kommt. Ich kenne das als Benoni-Spieler. Das versuchen häufig Weißspieler auch, A4 Turm A3 und dann irgendwie auf der dritten Reihe rumzunerven. Also Turm D3, guter Zug, Dame E7, Turm G3. Da haben wir schon die Mattdrohung. Wieder muss ich schwarz entscheiden. Mache ich G6 oder mache ich Turm G6? Wenn ich Turm G6 mache, wie ist diese Veränderung, die mögliche Veränderung der Bauernstruktur zu bewerten? Finde ich alles keine einfachen Entscheidungen. Turm E3, Turm E8. So, Frage an euch. Was ist jetzt hier in dem Sinne, was ich euch gesagt habe, den Gegner beschäftigen. Was könnte hier ein guter Zug sein? Überlegt das mal. Was könnte hier ein guter Zug für Weiß sein? Wenn ihr euch das genau angucken wollt, dann, wie gesagt, wieder das Video ausstellen, nicht ausstellen, sondern anhalten. In der Partie kam hier H3, ein sehr sinnvoller Zug, die Grundreihe erstmal zu schützen. Ich denke, hier wäre echt ein guter Zug H4 gewesen. Ist ja auch so, so ein bisschen die Grundreihe ist nicht mehr, man ist zumindest nicht so schnell grundreihenmatt und man droht H5. H5 ist eine valide Drohung, weil wenn man den Gegner zwingt, dazu hier rauszunehmen und dann G6 zum Beispiel zu spielen, dann ist hier H5 natürlich immer ein Thema, was einen beschäftigen muss. Und der E4 hängt auch nie so richtig, weil im Gegenzug ja auch der C7 hängt. Also, natürlich ist immer noch alles in Ordnung für Schwarz, aber man fängt an, wieder den Gegner zu beschäftigen. Und dasselbe gilt natürlich übrigens nach direkt Dame schlägt H4, tauschen auf G6 und Dame C7. Das wäre auch sehr gut. Also H4 setzt den Gegner weiterhin unter Druck. H3. Hier hätte ich jetzt eher gesagt, man nimmt raus und spielt dann G6. Und das sollte Remis sein. Kam aber König F8, kann ich nicht ganz verstehen, den Zug, warum muss der jetzt nach F8? Nimmt, nimmt und es wird weiter, werden Probleme gestellt. Dame B4, greift was an. Dame A3, ich hätte eher Turm A3 gespielt, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Dame A3, greift was an. Dame B3, greift zwar nichts an, aber man muss sich zumindest damit beschäftigen, dass vielleicht Dame B6 und Turm B3 mal ein Thema werden. C4 legt den hier als Schwäche weiter fest. Turm Dame D1 rüberschwenken nach G4. Und es ist, wie gesagt, es ist nicht viel, aber es ist immer so ein ganz kleines unangenehmes bisschen. Und das ist sehr, sehr schön, wie Weiß das hier macht. Dame G4, die nächste Beschäftigung des Gegners. Man muss den Turm auf D7 schützen. König E8, keine einfache Entscheidung, weil dieses Laufen in die Mitte kann auch mal gefährlich werden. Dame E2. So. Hier hätte es aus meiner Sicht das erste Mal die Möglichkeit für Schwarz gegeben, die Stellung so zu verändern, dass es vielleicht sogar ein bisschen angenehmer ist, für Schwarz die Stellung zu spielen. Überlegt mal, was hier ein interessanter Zug gewesen wäre. Aus meiner Sicht hätte man hier sehr gut G5 spielen können. Das passt in die Stellung, es verhindert nämlich den Zug F4, ist bekommt zusätzliche Kontrolle über die schwarzen Felder.
Und es ist gar nicht klar, wie Weiß jetzt eigentlich weitermachen will. Also sagen wir mal B3 und dann machen wir Turm E7. Und jetzt finde ich auch G3 einen logischen Zug, damit man vielleicht dann doch irgendwann mal F4 spielen kann. Aber mein persönliches Gefühl ist, dass ich jetzt anfange, die Stellung fast lieber ein bisschen mit Schwarz zu spielen. Weil dadurch, dass die Dame auf E5 so schön zentral steht und durch G5 verhindert wurde, dass sie dort vertrieben wird, hat man eigentlich ein recht angenehmes Spiel. Und das Manöver mit dem König, das stellt sich langsam auch als gut heraus, weil diese Schwäche D6 jetzt gedeckt werden kann. König D8, Dame D2, König C7, A3, auch alles logisch, Turm E7, B4. Weiß macht weiter Druck. Der König ist hier rübergelaufen, also neue Probleme werden gestellt. B5, C5, alles Züge, mit denen man sich hier zumindest mal kurz beschäftigen muss. Und jetzt kommt ein Zug, der mir überhaupt nicht gefällt. B5. Also der Computer wieder, ich kann das nur wiederholen, um das klar zu machen, damit, falls ihr, also die Partien sind ja sozusagen dabei als PGN mit all meinen Anmerkungen und so weiter. Wenn ihr die Engine ansagt, wieso gefällt ihm B5 nicht, der ist doch genauso gut wie jeder andere Zug, verstehe ich alles. Aber es geht ja nicht darum, was die Engine gut findet, sondern was am Ende Partien gewinnt und verliert. Und ich glaube, B5 hat das Potenzial, die Partie zu verlieren, weil man Züge vor dem eigenen König macht, der jetzt an sich erstmal nicht nötig ist, aber vielleicht auch ein Resultat des ständigen weißen Drucks ist. Denn wir würden ja nie, wenn der König kurz rochiert hat, auf einmal G5 spielen und dann da alles aufmachen. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Und so ein bisschen fühlt sich das hier mit B5 an. Für mich hätte wieder G5, schwarze Felderkontrolle und alles ist gut. B5 nimmt. G3, jetzt wird dazu G5 gezwungen, König G2, auch sehr logisch. Da mal von der Grundreihe, von den Grundreihenschachs weggehen. Turm E8, Dame D1, F6. Und jetzt ist der Punkt, den ich eben gemacht habe, aus meiner Sicht nochmal extremer. Und deswegen die Frage an euch, was ist hier der richtige Zug? Und das ist beinahe schon eine provokante Frage, weil der Computer sagt weiterhin, quasi jeder Zug ist ausgeglichen. Also es ist jetzt, laut Computer gibt es keinen richtigen und falschen Zug. Aber als Mensch gibt es hier aus meiner Sicht einen richtigen und einen falschen Zug. Und ich möchte, dass ihr jetzt hier den richtigen Zug entsprechend findet. Ich denke, einige von euch oder die meisten von euch werden das auch gefunden haben. Wo steht der schwarze König? Was ist mein Vorteil? Der Vorteil von Weiß ist es hier, dass man den König auf C7 hat, der schwächer steht als der König auf G2. Das bedeutet, um diesen Vorteil auszunutzen, müssen wir auf jeden Fall die Stellung öffnen. Da müssen Bauern weg vor dem schwarzen König. Und deswegen ist aus meiner Sicht hier A4 der richtige Zug, um dort weiter die Sache aufzureißen. Klar, nach B schlägt A, Dame schlägt A4. Jetzt muss man hier laut Computer König B7 finden. Dame A2 droht hier ein bisschen reinzugehen. Ja, jetzt laut Computer Dame E6 ist alles wunderbar. Aber es ist nicht angenehm, mit diesem König auf B7 zu spielen. Dame B3 kam, Dame E6 und jetzt fängt Schwarz an, die Kontrolle zu übernehmen. Weil jetzt kann man kann hier jetzt nicht die Damen tauschen und dann A4 spielen, das ist einfach ein Bauernopfer. Weil man ist nicht rechtzeitig mit dem Turm auf A3, der E4 hängt, sagen wir mal König F3 und jetzt König B6, König B5 und die Stellung ist verloren. Also jetzt geht dieses aktive Spiel nicht mehr, ganz abgesehen davon, dass natürlich ohne Damen auf dem Brett der König ohnehin nicht in ernsthafter Gefahr ist. So, Dame D1 zurück. Und jetzt ist es auf einmal Schwarz, der anfängt, so ein bisschen aktiver zu werden, auch wenn ich lieber statt Turm H8 Dame C4 gespielt hätte. G4, Dame C4. Was ist jetzt der richtige Zug? Und diesmal hat Schlechter ihn auch gespielt, A4. Öffnet die Stellung. Nimmt. Bauernopfer, aber öffnet die Stellung. Weiter werden Probleme gestellt. Turm B3, Angriff auf die Dame, der König ist in Gefahr. Dame A6, Dame D4. Aktiver Zug, droht zwar noch nicht so richtig, aber ist ein aktiver Zug. Turm E8. Turm B1. Möchte Turm A1 spielen. Nächste Drohung. Vielleicht nicht der beste Zug, wahrscheinlich ist Turm B2 besser, um die zweite Reihe zu decken und erstmal ein bisschen kleinere Brötchen zu backen, aber egal. Turm B1 hat eine aktive Idee, möchte Turm A1 spielen. Wieder Beschäftigung des Gegners. Turm E5. Und hier wäre es jetzt an der Zeit gewesen, weiterhin ruhig zu bleiben. Er hat jetzt hier nämlich Dame B4 gespielt. Das war ein Fehler. Warum, werde ich euch gleich zeigen. Besser gewesen wäre Dame C3. Turm schlägt E4. Dame B3. Und jetzt hier
Gegenspiel am Königsflügel zu suchen. Dame B4 hier ist falsch, weil man diese Option auf der Diagonale Stress zu machen nicht hat. Entsprechend kann Schwarz jetzt hier wunderbar den Damentausch anbieten, was man natürlich nicht haben will, weil Schwarz inzwischen einen Bauern mehr hat. Also Dame E1. Dame D3. Gut gespielt, aktiv gespielt, in die weiße Stellung rein. Turm B4, C5. Greift den Turm an. Turm A4. Und jetzt hat Schwarz einen Fehler gemacht. Und das ist eine Stellung, also wenn ihr die mal analysieren wollt, baut ein Brett auf, bringt viele Stunden mit. Hier die richtige Variante zu finden, ist wahnsinnig schwer. Ist aber, denke ich, trotzdem eine schöne Stellung, um sie mal beim Vereinsabend oder wo auch immer zu zeigen. Denn es ist wirklich ein ziemliches Durcheinander, kann man sagen, wenn man jetzt hier die richtige Stellung finden will. Die richtige Variante finden will. Aber ihr könnt es ja mal probieren und nehmt euch ruhig die Zeit, hier den richtigen Zug zu finden. Der richtige Zug an dieser Stelle ist König D7. Mit folgender Variante. Dame A1. Turm schlägt E4. Turm A1. Turm E2. Und jetzt nach Dame A4 Schach läuft man Richtung Dame, weißer Dame und weißer Turm. Weil, okay, König E7 wäre natürlich auch sofort matt. Aber es funktioniert, das ist sozusagen das Überraschende. König C7, Schach, König B6. Das Feld A6 ist zum Glück gedeckt. Schach. Und jetzt läuft man raus. Und kommt gerade so davon. Wahnsinn. Wahnsinn. Aber da gibt es natürlich noch viele Verzweigungen. Aber es ist schwer, den richtigen Zug zu finden. C4 indes. Nicht der beste Zug, auch wenn er natürlich nicht schlecht ist. Dahin. Und hier hat er sich wahrscheinlich ein bisschen mehr von diesem Angriff versprochen. Aber Weiß hat natürlich weiterhin Gegendrohungen. Und macht hier ordentlich Rambazamba. Hier wäre das Zurückkehren nach E5 das Beste gewesen. Und dann hier den Bauern zu geben und weiter mit dem Mehrbauern zu spielen. Was immer noch ein harter Kampf ist für Schwarz, aber er steht jetzt natürlich inzwischen besser mit dem Mehrbauer. D5 hat er gemacht und dann kam das Gegenspiel. Turm A8, Dame B4, König G2. Ein sehr schlauer prophylaktischer Zug, weil jetzt Dame D6 Schach nicht mehr mit Schach natürlich kommt. Es kommt also Dame C5, also C3 wäre hier der beste gewesen. Und zu versuchen, mit dem König sozusagen irgendwie rumzulaufen. Und dann hätte das wahrscheinlich in einem Dauerschach geendet. Aber das ist natürlich wahnsinnig schwer. Der König ist offen. Und dann da einfach mal C3 zu machen, ist unglaublich schwer zu finden. Dame C5 verliert aber. Weil jetzt Schwarz hat keine Drohung aufgestellt mit Dame C5. Und jetzt kommt auf einmal die Dame in die Stellung rein. Und dann ist es aus. Genau, und jetzt hat er aufgegeben, König C8. Hier wäre jetzt noch Dame F8 Schach, Dame D8, Dame C5 Schach und matt gewesen. Also, Weiß hat Schwarz die ganze Zeit beschäftigt. Nicht mit großen Problemen, aber zu Beginn mit kleinen Problemen und dann immer größer werdenden Problemen. Und Lasker hat es nicht geschafft, diesem Druck über die gesamte Spielzeit standzuhalten. Damit ging Karl Schlechter in der 5. Runde des Matches in Führung und diese Führung sollte bis zur letzten Runde halten, bis vor der letzten Runde halten. Was dann in der letzten Runde geschah, das schauen wir uns im nächsten Video an. Bis gleich.